Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger und The Who, also die mongolische Traditional Mongolian Sounds / Rock Metal Band, hat Iron Maiden gecovert, den Song The Trooper. Und ich denke mir so, komm, da muss ich doch drauf reagieren. Ich mag The Who. Ich mag Iron Maiden. Primär mit Paul Di'Anno. Es ist jetzt zwar ein Bruce Dickinson-Song, aber gehen nehmen wir trotzdem mit. Ich würde sagen, los geht das. BNM. The Who. Ich mag das Logo von denen, das ist einfach nur geil. Trooper. Ja. Sehr geil. Mega. Gefällt mir. Das klingt ja mal nett. Wesentlich härter als bei Maiden, würde ich behaupten. Wie geil ist das denn? Wie findet ihr es? Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr dabei seid. Like und Abo nicht vergessen. Oh, 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 oh. Geil. Der Song ist mega von denen. Ultra gut. Galoppierenden Iron Maiden Rhythmen, aber dieser Gesang dabei, oh, ultra gut. Und die Instrumente natürlich, sehr geil. Sehr, sehr geil. Mega. Wie gefällt euch die Version? Ernsthaft? Das möchte ich gerne wissen. Wie gefällt es euch? In die Kommentare damit. Ich finde das so mega gut. Oh. Wow. Ich mag das. Oh!
Besser als Maiden. Meine Meinung. Eure interessiert mich. In die Kommentare, damit habe ich ja eben schon ein paar Mal gesagt. Ich muss sagen, der Song ist ultra gut. The Who habe ich ja vor einigen Jahren auf einem ihrer ersten Deutschlandkonzerte gesehen. Auf dem Rock am Ring. Ja, mein erstes Rock am Ring, wo ich sagen muss, Rock am Ring an sich, nee, nie wieder. The Who immer wieder gerne. Und da habe ich auch noch andere geile Bands gesehen, habe ich ein Video zu gemacht. Findet ihr auf meinem Kanal. Jedenfalls, The Who ist so eine großartige Band. Habe ich schon auf einige Lieder drauf reagiert. Manche gefallen mir besser, manche gefallen mir nicht ganz so gut, aber das ist, ich würde sagen, einer der Songs von The Who, die mir mit am besten gefallen, weil da wirklich Power drin steckt. Da steckt Energie drin. Man hört noch das Original raus, wenn man die Melodie kennt. Vom Text her ist da ja keine Chance. Aber ich finde die The Who-Version mega. Doppel Daumen hoch dafür. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.